Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute geht es um die Agando Happy Days. Das sind quasi so Sonderangebote wie bei Black Friday, Black Week, Cyber Monday, wie sie die alle nennen wollen, keine Ahnung. Das sind Sonderangebote und zwar, ihr seht schon an der Tabliste oben, das wird jetzt alles ein bisschen umfangreicher. Das sind drei PCs, die ich euch vorstellen werde, im Bereich zwischen 900 und 2000 Euro. Vielleicht ist was für euch dabei, weiß ich nicht. Ich bin nicht mit Agando gepartnert. Ich bin mit überhaupt keinem Systemintegrator irgendwie gepartnert. Nur, es sind halt spezielle Tage und ich möchte euch die Angebote mal zeigen. Eins noch vorweg, wenn ihr Fragen habt, bitte den Discord benutzen. Ich werde nicht auf meine Geschäfts-E-Mail antworten, auch nicht auf persönliche Nachrichten. Bitte immer erst auf den Discord-Server kommen, dann schauen wir uns das an und dann auch mein Team halt. Und dann entscheiden wir, okay, was machen wir, wie können wir euch am besten beraten. Jetzt geht es um diese PCs. Wir haben hier eine ganze Liste von PCs. Die meisten Systeme sind mit AMD. Hier sind auch noch ein paar Intel dazwischen. Die drei Systeme, die ich euch jetzt zeigen werde, sind von AMD. Ich habe einfach bunt reingeklickt. Es wurden AMD-Systeme. Ich bin auch nicht mit AMD gepartnert, gar nichts. Ich habe einfach nur geguckt, okay, 900 Euro, AMD. 1500, okay, wieder AMD. 2000, wieder AMD. Wenn ihr ein Intel-System wollt, vielleicht mache ich dazu noch ein weiteres Video. Eventuell hat Dubaro auch irgendwelche Sonderangebote, muss ich mal schauen. Also das sind ja so die beiden Hauptsystemintegratoren, wo ich meistens dann Videos drüber mache. Wenn ihr noch andere Vorschläge habt, vielleicht MIFCOM oder CSL oder so und habt Fragen, dann stellt die bitte in den Kommentaren oder eben auf dem Discord-Server. Wir starten jetzt mit dem ersten PC. Und zwar ist das der Agando Agua 3626R5 Leon für 900 Euro knapp. Da fangen wir direkt mit dem Gehäuse an. Das ist ein Agando Gaming Tower Fighter AGT5. Den gibt es natürlich nicht für die Endkunden, so bei Geizhals. Da musste ich dann jetzt eine Alternative nehmen. Designtechnisch kommt dieses Gehäuse jetzt da dran. Das kostet 68 Euro. Ich denke, das ist ganz fair. Bei dem zweiten System konnte ich das Gehäuse auch nicht raussuchen. Da habe ich auch eins so um die 60 Euro genommen. Ich denke, das passt vom Wert her ungefähr da rein. Kann euch jetzt natürlich nicht so gut sagen, wie die Qualität des Gehäuses ist. Also ich habe eben auf den Bildern gesehen, das sind schon so Plastikbomber. Ich mag es ja eher, wenn Gehäuse aus Metall sind. Aber gut, das Gehäuse an sich ist natürlich aus Metall, aber die Front ist dann komplett wieder Kunststoff. Das ist nicht so mein Fall. Aber wir nehmen das jetzt einfach mal. Das kostet, wie eben schon erwähnt, 68,95 Euro bei csvdirekt.de. Dann bekommen wir dazu als Netzteil Aerocool Aero White 500 Watt 80+. Ja, das Netzteil ist jetzt nichts Besonderes. 500 Watt reichen natürlich erstmal für dieses System aus. Das Problem ist einfach, wenn ihr später hergeht und wollt eine dickere Grafikkarte verbauen, müsst ihr auch ein stärkeres Netzteil haben. 500 Watt ist schon sehr wenig. Ich sage ja schon bei Be Quiet immer, dass die System Power Netzteile ein bisschen zu schwach sind, wenn man jetzt stärkere Grafikkarten nimmt. Bei Aerocool, das ist jetzt nicht der Premium-Hersteller schlechthin. Deswegen sage ich euch da, ja, tauscht es vielleicht. Ihr könnt damit erstmal leben. Ihr habt natürlich auch Garantie auf dieses System, wenn das Netzteil mal abrauchen würde, aber es sollte natürlich nicht passieren. Das kostet 36,87 Euro bei Mindfactory. Als Mainboard bekommen wir ein MSI B450M Pro-VDH Max AMD B450 Chipsatz. Es ist mal wieder ein Micro-ATX-Board geworden. Ihr kennt das ja schon von den anderen Videos. Hier haben wir wieder keine gekühlten Spannungswandler, aber vier RAM-Bänke immerhin zum Erweitern. Hier könnt ihr die Grafikkarte reinpacken. Diesen Slot werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht benutzen können, weil die Grafikkarte das mit dem Kühler verdeckt. Den hier könnt ihr vielleicht noch nutzen für WLAN oder USB-Erweiterungskarte. Eine Capture-Card. Kommt immer darauf an, was ihr für eine nehmt. Wenn ihr wirklich mit der Capture-Card vielleicht sogar streamen wollt, würde ich euch empfehlen, die normale HD 60 Pro zu nehmen von Elgato. Sofern es dann irgendwann in Richtung 4K geht, bräuchtet ihr einen längeren Slot mit mehr Anbindungen hier unten auf diesem Board. Das heißt, mit diesem Mainboard würde das schon mal nicht gehen. Hier kommt die SSD rein, die bei diesem System auch vorhanden ist. Hier haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In-Anschluss, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, HDMI, DVI und VGA-Anschluss. Werdet ihr nicht nutzen, weil dieser Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Das wird alles über die Grafikkarte geregelt. Und ein PS/2-Anschluss, den ihr wahrscheinlich auch nicht nutzen werdet. Alles in allem bin ich der Meinung, so ein Board gehört in Bürorechner rein. Das ist halt so ein typisches Büroboard, weil da halt auch die Onboard-Grafikanschlüsse sind. Für einen Bürorechner braucht ihr keine Grafikkarte. Zumindest meistens nicht, kommt auch an, was ihr macht. Aber es sieht auch blöd aus. Wenn ihr jetzt ein Full-ATX-Gehäuse habt und ihr habt so ein Micro-ATX-Board da drin, dann sieht das immer so ein bisschen meh aus. Aber das muss jeder selber wissen. Wenn ihr darauf nichts gebt, könnt ihr dieses Mainboard ruhig verwenden. Ansonsten würde ich euch wirklich empfehlen, vielleicht ein größeres zu nehmen. Aorus Elite, Aorus Pro von Gigabyte. MSI haben sie auch ein paar da. Aber es ist natürlich funktional für dieses System. Ich würde es mir so aber nicht kaufen. Und das kostet 53 Euro bei Mindfactory. Als Prozessor haben wir den allseits bekannten AMD Ryzen 5 3600. Ja, den Prozessor, den hatten wir ja schon oft. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP. Läuft offiziell mit 3200 MHz RAM. Ihr könnt ihn auch auf 3600 MHz betreiben. Das macht er ruhig mit. Zum Stream, denke ich, ist er nicht so gut geeignet. Es kommt immer aufs Spiel an und ob ihr über die Grafikkarte oder den Prozessor rendert. Ich würde euch da eher zum 8-Kerner raten, sage ich auch gefühlt in jedem Video. Aber für so ein Gaming-System, wenn ihr wirklich nur zocken wollt, reicht er erstmal aus. Und der kostet 219,90 Euro bei ProShop. Hier haben wir noch eine Aktion, AMD, Far Cry 6 und Resident Evil Village Bundle.
Ja, ihr bekommt einfach diese beiden Spiele mit dazu. Ist eine schöne Zugabe, warum nicht? Schön, dass es auch so weitergeben. Resident Evil Village kostet 32,29 Euro und Far Cry kostet 42,99 Euro. Ob ihr das hinterher in den Gesamtpreis noch mit reinrechnen wollt oder wieder abzieht, das ist euch überlassen. Ich habe es in den Warenkorb reingepackt, weil wir bekommen es ja. Wenn ihr sagt, das ist Quatsch, dann zieht hinterher 70 Euro ab, dann ist das Thema auch gegessen. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 16 GB DDR4 RAM, PC 3200, 2x8 GB, also Dual Channel, sehr wichtig. Wir wissen natürlich wieder nicht, welcher Hersteller es ist. Es könnte Corsair Vengeance LPX sein, G-Skill Aegis, Kingston Fury. Wir nehmen, wie immer bei Agando, erstmal den G-Skill Aegis, ist auch meistens der günstigste. 16 GB in dieser Preisklasse völlig in Ordnung. Dual Channel, wie gesagt, sehr wichtig, haben sie auch gemacht. 3200 MHz entspricht der Spezifikation des Prozessors. Ich wünsche mir immer 3600, da kommen wir aber später zu bei dem dritten System. Da ist zwar 3600 da drin, aber... Ah, das ist auch wieder so eine Sache, erkläre ich euch später. Er kostet 54,41 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB. In der Preisklasse tatsächlich in Ordnung, eine 2060 ist natürlich etwas älter. Es kann gut sein, dass das schon die Neuauflage ist. Es ist nicht die 2060 Super, dürft ihr jetzt nicht miteinander vermischen. Also die 2060 ist deutlich schwächer als die Super. 6 GB, ja, ist schon knapp. Also ihr könnt jetzt nicht alles auf Ultra ballern. Wenn ihr zum Beispiel Far Cry 6 spielt, macht alles auf Ultra, dann läuft der Grafikkartenspeicher voll, beziehungsweise schafft die von der Leistung auch gar nicht. Für den Einstieg ist sie gut geeignet, wenn ihr jetzt wirklich auf mittleren Einstellungen Full HD zocken wollt, ist das völlig okay. Ich packe euch übrigens die FPS-Tests, in Anführungsstrichen, die Videos, packe ich euch in die Videobeschreibung. Dafür ist in diesem Video jetzt kein Platz, das alles noch weiter zu erläutern. Also wer sich da weiter informieren möchte, guckt einfach in die Videobeschreibung. Und die kostet aktuell 499 Euro bei Clevo Computer. 500 Euro für eine 2060. Das darfst du keinem erzählen. Das darfst du keinem erzählen. Wir haben hier natürlich von 3D-Mark den Leistungstest, dann wisst ihr ungefähr, bei Fortnite hättet ihr 220 FPS, bei Warzone in Full HD 115 FPS, in Standard-Settings, nicht maximal in Standard-Settings. Battlefield 5 ohne Raytracing 140 FPS, in Black Ops Cold War hättet ihr auch 120 FPS, das ist ein grober Überblick. Wer wirklich weitere FPS-Werte sehen möchte, guckt in die Videobeschreibung. Als Festplatte bzw. SSD haben wir eine NVMe M.2 SSD 500 GB Kingston NV1. Ja, die kennen wir schon, die haben wir ganz oft als 1TB-Variante. Hier haben wir sie jetzt in 500 GB, hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB/s. 500 GB ist natürlich schon wenig. Wenn ihr jetzt so überlegt, ihr installiert Ark Survival Evolved, dann vielleicht noch Fortnite und Dead by Daylight, dann ist die schnell voll. Wenn Windows und so weiter und die Treiber und Discord alles mit drauf läuft. Ihr solltet vielleicht eine größere nehmen, vielleicht mit einer HDD erweitern. Die sind ja nicht ganz so teuer wie die SSDs, aber für den Anfang reicht das erstmal aus. Und die kostet 38,96 Euro bei Mindfactory. Ja, jetzt kommen wir wieder zu dem Knaller schlechthin. Hier ist wieder dieser Prozessorkühler, Silence A250 PWM. Also dieser Lüfter ist Schmutz. Ich sage es euch so, wie es ist. Ich habe es in den anderen Videos auch schon erwähnt. Sie werden ihn weiter verbauen. Ich weiß nicht warum. Sie schauen meine Videos wahrscheinlich gar nicht. Keine Ahnung. Vielleicht denken sie sich auch, ach ja, geben wir nichts drauf auf seine Meinung. Es ist einfach so, der Prozessor hat 65 Watt TDP. Dieser Lüfter hat 89 Watt TDP. Jetzt sagt ihr, ja gut, das ist doch mehr als der Prozessor hat, das müsste doch laufen. Ja, es läuft, aber gerade so an der Grenze. Ihr müsst euch das auch so vorstellen, ihr habt ja eine Umgebungstemperatur, im Gehäuse ist die natürlich höher als außerhalb. Und da wird der Prozessor gut warm, das Ding fängt richtig an zu blasen, der wird richtig laut, der schafft es vielleicht, den noch irgendwo in der Grenze zu halten, aber da werdet ihr keine Freude dran haben. Die meisten stellen sich den Rechner ja auch rechts auf die Seite auf den Tisch. Wenn er nicht unterm Tisch steht, sondern oben drauf, ist er natürlich noch lauter, weil ihr direkt mit dem Ohr daneben dran seid. Ich würde den auf jeden Fall tauschen. Nehmt irgendeinen von Be Quiet oder so, aber den auf jeden Fall nicht. Der kostet auch stolze 5,21 Euro bei Mindfactory. Ich glaube, er ist gegenüber dem letzten Video 1 Cent teurer geworden. Der Gehäuselüfter hinten ist dem Gehäuse geschuldet. Bei dem, was ich ausgewählt habe, ist auch einer hinten vorinstalliert. Das ist auch noch so ein Thema. Ihr solltet euch vielleicht einen Gehäuselüfter für vorne mit installieren, damit ihr so einen gewissen Airflow habt. Wenn nur einer hinten ist, der die ganze Zeit rausbläst, dann ist das nicht ganz so geil. Also nehmt ruhig noch einen mit für vorne. Schaden kann es nicht. Betriebssystem Windows 10 Pro 64-Bit. Ja gut, brauche ich nicht viel zu sagen. Das ist mittlerweile so der Standard, dass man Windows 10 Pro 64-Bit kriegt. Klar, die könnten jetzt auch sagen Windows 11, das bekommt ihr aber sowieso kostenfrei, auch mit dieser Version, wenn ihr dann irgendwann updatet. Ich würde es persönlich jetzt noch nicht empfehlen. Wir haben viele Probleme, was auch FPS-Einbrüche und so eingeht oder Kompatibilitätsprobleme mit den Spielen. Lasst es erstmal sein, bleibt auf Windows 10. Und das kostet 21,48 Euro bei MySoftware. Ansonsten haben wir noch Bulgard Internet Security, 90 Tage Testversion. Die könnt ihr gekonnt ignorieren, deinstallieren. Falls es vorinstalliert ist, bitte deinstallieren. Wenn da so ein Kärtchen bei ist mit einem Code, schmeißt es weg. Ihr braucht es nicht.
Garantie, 36 Monate Garantie und Support, das ist ganz gut. Sonst sind es immer so 2 Jahre, hier haben wir 3 Jahre. Davon allerdings nur 6 Monate vor Ort Pickup und Return. Sprich, euer PC ist defekt. DHL in den ersten 6 Monaten kommt vorbei, holt das Teil ab und bringt es euch wieder repariert zurück, hoffentlich. Alles, was darüber hinausgeht, müsst ihr dann selber zur Post bringen. Ihr kriegt natürlich ein Rücksendelabel, aber ihr müsst es dann selber zur Post bringen. Bearbeitung 7 bis 10 Werktage, das ist noch im Rahmen. Und dann wären wir schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den Aegis-RAM, die Grafikkarte, das ist ja beliebiger Hersteller, deswegen haben wir die genommen. Das Mainboard, der Lüfter, den ihr auf jeden Fall tauschen solltet. Das alternative Gehäuse, das Netzteil, Windows, Resident Evil und Far Cry 6. Da kommt ihr auf einen Gesamtpreis von 1076,17 €. Das System soll kosten 899,90 €. Selbst wenn ihr jetzt hergeht und ihr würdet diese 70 € für die beiden Spiele noch abziehen, landet ihr bei bummelig 1000 €. Dieses System kommt fertig zusammengebaut zu euch nach Hause, kostet ein Huni weniger als ein Selbstbau. Von daher kann ich da schon mal sagen, das ist okay. Wenn ihr auf diese Geschichte mit dem Mainboard nichts gibt, dass es nicht so erweiterbar ist und ihr auch keine Capture Card oder so da reinmachen wollt, dann könnt ihr das System ruhig so nehmen, aber tauscht auf jeden Fall den Lüfter. Und wenn ihr zukunftssicher unterwegs sein wollt, vielleicht noch eine dickere Grafikkarte später mal einbauen wollt, dann nehmt vielleicht noch ein anderes Netzteil, ein stärkeres Netzteil. Ihr seht ja gleich noch die anderen beiden Systeme. Vielleicht orientiert ihr euch da so ein bisschen. Da ist ein guter Lüfter und ein gutes Netzteil drin. Ansonsten kann ich wirklich sagen, das System ist okay für die Einsteiger. Kommen wir zum zweiten System. Agando Fuego 5636 RX PBA für 1499,90 €, also 1500 €. Hier haben wir wieder das gleiche Thema. Hier ist es der Agando Gaming Tower Fighter AGT 04 RGB. Eben hatten wir den 05. Ich habe als Alternative einfach mal das Azza Onyx genommen. Das kommt von der Front circa hin. Ich habe jetzt nichts Vergleichbares gefunden. Kostet auch so um die 60 €. Das kann ich euch natürlich wieder nicht sagen, ob das Gehäuse gut ist oder nicht. Aber ich denke mal, das kommt schon hin. Es ist ein Plastikbomber. Ich habe es ja auf den Bildern eben schon erwähnt und gesehen. Wenn ihr ein anderes Gehäuse wollt, das ist Geschmackssache, das könnt ihr euch natürlich selber auswählen. Also, wie gesagt, 61,87 € bei Mindfactory. Was das Netzteil angeht, sieht es hier natürlich wieder ganz anders aus. Ihr zahlt natürlich auch 600 € mehr für dieses System, da erwartet man auch was. Das ist das Asus TUF Gaming 750B 750 Watt 80 Plus Netzteil. Man muss dazu sagen, es ist leider nur ein Bronze-Netzteil. Also es hat jetzt nicht die hohe Effizienz. Wenn euch das egal ist, was auch den Stromverbrauch und die Abwärme angeht, okay. Es ist leider nicht modular, aber 750 Watt ist auf jeden Fall angemessen und es hat 6 Jahre Herstellergarantie. Das ist auch noch so ein Thema. Das hatte ich in den vergangenen Videos schon gesagt. Wenn jetzt diese 3 Jahre abgelaufen sind bei Agando und das Netzteil, sage ich mal, geht im 5. Jahr kaputt, dann könnt ihr das immer noch bei Agando reparieren lassen, müsst natürlich die Reparatur bezahlen, aber das Netzteil kriegt ihr kostenfrei. Oder ihr schreibt direkt dem Hersteller und sagt, hier, pass auf, ich habe eine Rechnung von Agando, ich brauche ein neues Netzteil, dann bekommt ihr das auch, müsst es aber selber einbauen. Ist eure Entscheidung, wie ihr das machen wollt. Für dieses System reichen 750 Watt auf jeden Fall völlig aus. Ihr könnt hinterher sogar noch ein bisschen erweitern. Und das kostet 66 € bei eBay. Als Mainboard bekommt ihr das Asus B550M-A Wi-Fi AMD B550 Chipsatz. Und es ist mal wieder Micro-ATX. Also die sparen wirklich immer am Mainboard. Wenn ihr wirklich erweitern wollt, ich habe es eben schon gesagt, nehmt ein anderes. Nehmt ein Aorus Pro, Aorus Elite, ein MSI, irgendwas. Es kann auch ein X570 sein. B550 reicht für die meisten aber aus. Gut, das hier hat jetzt WLAN, aber es ist halt wirklich Micro-ATX ohne gekühlte Spannungswandler. Finde ich immer sehr... Hier sehen wir es auch nochmal, wie gesagt, keine gekühlten Spannungswandler. Wenn ihr jetzt nicht großartig übertakten wollt oder so, ist das in Ordnung. Ich fände es besser, wenn da zumindest so eine kleine Kühlschiene drauf wäre. Hier RAM-Speicherplätze könnt ihr hinterher noch erweitern. Hier kommt eine SSD rein. Ihr habt da die Grafikkarte drin. Den Slot könnt ihr wieder nicht benutzen. Hier unten kann noch eine SSD rein. Das ist ganz geil. Also ihr könnt 2 M.2-SSDs einbauen. Und hier unten könnt ihr vielleicht noch eine USB-Erweiterungskarte oder ähnliches reinstecken. Von den Anschlüssen her haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, 2x USB 3.1. Das hier ist für Bluetooth und WLAN, die Antennen. Hier wieder HDMI, DVI, VGA werdet ihr nicht nutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Und ein PS/2-Anschluss. Und auch hier wieder funktional ist es natürlich. Mir wird es nicht gefallen, aber ist eure Entscheidung. Und das kostet 89,99 € bei Digitalo. Als Prozessor haben wir einen AMD Ryzen 5 5600X, 6x 4,6 GHz, das ist natürlich der Boost-Takt. Hat ebenfalls eine TDP von 65 Watt, 6 Kerne, 12 Threads und auch da muss ich sagen, ihr könnt damit natürlich irgendwo streamen, es kommt aufs Spiel an, wenn ihr über die Grafikkarte rendert, aber ich würde auch eher zu einem 5800X tendieren. Ist eure Entscheidung, wenn ihr nicht streamen wollt, sondern nur daddeln, reicht der natürlich völlig. Unterstützt ebenfalls 3200 MHz RAM, auch 3600, ihr könnt ruhig anderen da verbauen, das ist kein Problem. Und der kostet 288,96 € bei Mindfactory. Ja, auch wieder Far Cry 6 und Resident Evil Village Bundle, muss ich nichts mehr zu sagen. Rechnet diese 70 € drauf oder zieht sie ab, wie ihr möchtet. Im Warenkorb sind die natürlich mit drin.
Beim Arbeitsspeicher wieder das gleiche Thema wie bei dem anderen PC auch. Hier nehmen wir wieder den G-Skill Aegis 16 GB 3200 MHz für 54,41 € bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir den Nvidia GeForce RTX 3060 Ti 8 GB. Das ist eine Asus Dual O8G-V2. Hier wisst ihr immerhin, was ihr für eine bekommt. Dual-Fan, ja, okay, ich mag eher die Triple-Fan-Designs. Die sind noch ein bisschen leiser, weil die Lüfter nicht so schnell drehen müssen. Auch hier wieder der FPS-Test. Bitte in die Videobeschreibung reinschauen. Das führt dann einfach zu einem YouTube-Link. Da könnt ihr euch dann in der Kombination mit dem Prozessor die FPS-Daten anschauen. In dem Preissegment ist die Grafikkarte in Ordnung. Und die kostet 979 € bei Relaxus. Ich zeige euch nochmal ganz schnell die FPS-Werte auf Standard-Settings, Full HD, 285 FPS in Fortnite. Würden wir Cyberpunk nehmen, Full HD und Standard-Settings 90 FPS. Nehmen wir Call of Duty Black Ops Cold War, 175 FPS. Dann vielleicht noch Apex Legends, 140 FPS. Alles weitere, wie gesagt, als Link in der Videobeschreibung. Als SSD bekommen wir eine NVMe M.2 SSD 1 TB Kingston A2000. Ja, die SSD kennen wir auch, verbauen wir auch ganz oft, wenn ihr uns fragt, was für Systeme wir empfehlen würden. Die ist in Ordnung, hat eine Lesegeschwindigkeit von 2200 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2000 MB die Sekunde. Und es ist immerhin 1 TB. Damit kommt ihr schon deutlich weiter als mit nur einer 500 GB SSD. Und die kostet 79 € bei Mindfactory. Bevor ich es vergesse, da wir hier eine Nvidia-Karte drin haben, haben wir hier noch Marvel Guardians of the Galaxy mit dabei. Das fällt sich natürlich so wie mit Far Cry und Resident Evil auch. Wir packen das jetzt einfach mit in den Warenkorb für 32,99 €. Wireless LAN, Intel AX200, WLAN und Bluetooth 5.0, das ist natürlich dem Mainboard geschuldet. Als Prozessorkühler bekommen wir hier allerdings einen BeQuiet Purox Slim. Hier nochmal zum Vergleich, der Prozessor hat eine TDP von 65 Watt, hier haben wir 120 Watt TDP. Der BeQuiet Purox Slim, der ist auch bekannt, der wird sehr oft verbaut, er ist auch sehr gut, qualitativ hochwertig, habe ich selber auch schon ganz oft verbaut und reicht für diesen Prozessor auch aus. Der kostet 24,89 € bei Galaxus. Guckt mal, für den Preis hättet ihr fast 5 Stück von den anderen Lüftern gekriegt. Wahnsinn, irgendwo muss die Preisdifferenz ja herkommen. Gehäuselüfter vorn haben wir 3x120mm ARGB vorinstalliert und hinten auch 1x120mm. Bei dem Gehäuse, was ich ausgewählt habe, ist nur einer hinten vorinstalliert und ich glaube auch noch einer vorne. Ich glaube nicht, dass wir diese zwei Lüfter extra dabei rechnen müssen. Ich weiß nicht, was das Gehäuse hier genau kostet, aber wenn es 60 € kosten sollte für Agando, dann wäre es schon ein besseres, dann hätte es nicht diese Plastikfront. Aber gut, ist ja auch egal. Wir packen dafür jetzt nicht extra Lüfter in den Warenkorb. Wenn ihr selber möchtet, dann rechnet noch 20 € drauf und dann ist gut. Ich mache es jetzt allerdings nicht. Hier auch wieder Windows 10 Pro 64-Bit. Das Thema hatten wir auch eben schon. 21,48 € bei MySoftware. Bullguard landet wie immer in der Tonne. Hier auch wieder gleiche Garantie und Pickup und Return. 7 bis 10 Werktage auch in Ordnung. Und dann hätten wir da auch schon das Ergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der Lüfter, das alternative Gehäuse, Netzteil, Windows, Guardians of the Galaxy, Resident Evil und Far Cry 6. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1773,87 €. Das System soll kosten 1499,90 €. Also selbst wenn ihr die Spiele noch abzieht, seid ihr hier auch günstiger als Selbstbau. Das System kann ich soweit empfehlen. Wenn ihr möchtet, tauscht das Mainboard. Wenn ihr da nichts drauf gebt, tauscht es halt nicht. Das könnt ihr dann ruhig so kaufen. Der Lüfter ist okay. Ansonsten habe ich an diesem System nicht sonderlich viel auszusetzen. Ich finde es ein bisschen schade, dass der RAM natürlich wieder nicht festgelegt wird, ob ihr jetzt Corsair kriegt oder G-Skill, wie auch immer. Ich würde eher auf Corsair gehen, das müsst ihr aber selber wissen. Ihr könnt für Aufpreis natürlich auch die Marke festlegen. Aber sofern der PC funktioniert, habt ihr ja sowieso auch Garantie. Falls es nicht funktionieren sollte, ist halt immer ärgerlich. Aber den könnt ihr ruhig so kaufen. Jetzt haben wir noch das dritte System. Agando Fuego 5637RX Bits für 1999,90 €. Und hier wird es auf jeden Fall schon konkreter. Als Gehäuse bekommen wir ein Corsair 4000D schwarz. Und jetzt kann ich euch auch endlich was zu diesem Gehäuse sagen. Also jetzt wissen wir, was wir kriegen. Da ist ein Lüfter vorne vorinstalliert und ein Lüfter hinten. Das heißt, der Airflow ist gegeben. Ihr könnt natürlich vorne noch optional erweitern. Ansonsten finde ich ein sehr schlichtes Gehäuse. Habt auf jeden Fall genug Platz, um noch eine dicke Grafikkarte einzubauen. Ihr müsst immer so ein bisschen auf die Grafikkartenlängen achten. Ich weiß nicht, ob die da Angaben machen zu bei Agando. Bei Corsair auf jeden Fall. Da passen aber auch die gängigsten Grafikkarten rein. Das Gehäuse hat auch einen Staubschutzfilter. Hier, wie gesagt, der vorinstallierte Hecklüfter, der vorinstallierte Frontlüfter. Hier habt ihr noch die beiden Optionen, dass ihr weitere Lüfter einbaut oder sogar eine Wasserkühlung, wenn ihr möchtet. Hier ist auch genug Platz für Kabelmanagement. Natürlich müsst ihr das jetzt so sehen, ihr kriegt das sowieso fertig gebaut nach Hause. Aber falls ihr mal was umbauen möchtet, ist es immer schön, wenn ihr hinten genug Platz habt, um die Kabel gut zu verlegen. Das wäre jetzt eine optionale Ansicht, wie es aussehen würde, wenn ihr drei RGB-Lüfter oder eben eine Wasserkühlung in der Front einbauen würdet oder hinten einen RGB-Lüfter. Also da kann man viel draus machen.
An dem Gehäuse habe ich nichts dran auszusetzen, es kostet 89,87 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist das gleiche wie bei dem vorherigen PC. Auch hier wieder 750 Watt reichen völlig aus, auch in dieser Kombination mit der Hardware, die darin verbaut ist. Und das kostet 66 Euro bei eBay. Ja, zu dem Board, es ist das gleiche Board wie letztes Mal, muss ich nicht viel zu sagen, nehmt bitte ein besseres. Wenn wir aber gerade in der Übersicht sind, zeige ich euch mal, was ich persönlich nehmen würde. Wie eben schon angesprochen, eventuell ein Aorus Elite V2, dann fällt natürlich WLAN und Bluetooth weg. Ansonsten nehmt ihr halt das Gigabyte B550 Aorus Pro AC, das hat dann WLAN mit dabei. Kostet natürlich auch 86 Euro extra, aber da habt ihr ein Full ATX Board, habt mehr Erweiterungsmöglichkeiten. Deswegen würde ich euch wirklich dazu raten. Es sieht halt blöd aus, wenn ihr wirklich vor allen Dingen eine Corsair 4000D, was so ein Gehäuse ist, so ein kleines Board drin habt. Das sieht nach nichts aus. Wenn es nur um die Optik geht, auch da, es sieht nach nichts aus. Und das Board kostet 89,99 Euro bei Digitalo. Als Prozessor haben wir ebenfalls einen AMD Ryzen 5 5600X 6x4,6 GHz. Ja gut, dazu habe ich schon alles gesagt. Packen wir für 288,96 Euro bei Mindfactory in den Warenkorb. Hier auch wieder Far Cry 6 Resident Evil Village Bundle und Marvel Guardians of the Galaxy haben wir auch mit dabei. Also Far Cry 6 für 42,99 Euro, Resident Evil für 32,29 Euro und Guardians of the Galaxy auch 32,99 Euro. Jetzt kommt der interessante Part. Hier haben wir tatsächlich 32 GB DDR4 RAM, 3600, 2x16 GB Dual Channel. Das ist schon mal ganz gut. Allerdings, wenn man sich hier die Info anguckt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es einfach nur ein falsches Bild ist, aber wenn es wirklich dieser RAM ist in Rot, dann bekommt ihr, hier seht ihr es, 32 GB, 3600 MHz in Rot, CL19. Wenn ihr ganz viel Pech habt, das sind ja die Timings, die hinterstehen. Ich kann da jetzt nicht so genau drauf eingehen, das würde diesen Umfang des Videos sprengen. Aber CL19, dann macht es keinen Unterschied, ob ihr 3200 MHz nehmt oder 3600 MHz. Selbst bei CL18 streiten sich schon so die Geister, bei CL19 würde ich schon sagen, wisst ihr was, dann lasst einfach 3200 MHz drin, nimmt davon 32 GB. Das macht jetzt die Geschwindigkeit echt nicht mehr aus. Aber ich bin mir wie gesagt nicht ganz sicher, ich kann wirklich nur nach dem Bild gehen. Weitere Daten kriege ich von Agando leider nicht. Und der kostet 119 Euro bei etech.at. Bei der Grafikkarte bekommen wir eine Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, 8 GB beliebiger Hersteller, das heißt, wir haben wieder freie Hand. Und nehmen in dem Fall einfach mal eine Palette GeForce RTX 3070 Ti Gaming Pro, weil das aktuell auch die günstigste ist. Auch hierzu wieder FPS-Test in der Videobeschreibung. Und die kostet 1179 Euro bei PC King. Wir schauen uns trotzdem kurz noch hier die Werte an. 290 FPS in Standard-Settings Full HD auf Fortnite. Black Ops Cold War in Full HD Standard Settings 215 FPS. Assassin's Creed Odyssey 130 FPS auf Full HD und Standard Settings. Und Cyberpunk liegt bei ca. 90 FPS. Hier ist es ganz witzig, das System ist teurer, aber ihr bekommt eine kleinere SSD. Das ist natürlich auch der Grafikkarte geschuldet, weil die ein bisschen was von dem Budget dann wegnimmt. Das ist wieder die Kingston NV1, 500 GB, sagte ich ja zu Beginn schon, ist von der Menge her wirklich, naja. Aber in diesem System haben wir noch eine HDD mit verbaut. Erstmal packen wir die hier für 38,96 Euro in den Warenkorb. Wir haben hier nämlich als Angabe 1000 GB SATA 3, 600 MB die Sekunde, ja, ja, schön wär's. Das Problem ist, ihr wisst nicht genau, was ihr bekommt. Je nach Verfügbarkeit, oh, es hat geklingelt. Ja geil, jetzt hat's geklingelt und hat mich voll aus dem Konzept gebracht. Post war da. Hier auch wieder das Problem, es könnte je nach Verfügbarkeit eine Seagate, Toshiba oder Western Digital werden. Und ebenfalls je nach Modell 5400 bis 7200 Umdrehungen pro Minute. Das hat ein bisschen was mit der Geschwindigkeit zu tun. Eine 5400er ist ein bisschen langsamer als eine 7200er. Wir nehmen jetzt aber mal eine Seagate Barracuda Compute 1TB 3,5 Zoll. Die hat 7200 Umdrehungen pro Minute. Aber was ihr da genau bekommt, kann ich euch natürlich nicht sagen. Wir packen die jetzt aber einfach mal für 32,45 Euro über Mindfactory in den Warenkorb. Als Lüfter bekommen wir wieder den Bequiet Pyrox Slim. Hier haben wir ihn auch für 24,89 Euro bei Galaxus. Gehäuselüfter vorne und hinten, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Das ist natürlich auch dem Gehäuse geschuldet. Dann bekommt ihr auch hier Windows 10 Pro 64-Bit für 21,48 Euro bei MySoftware. Vulgard Internet Security wieder in die Tonne schmeißen, ganz klar. Und auch hier 36 Monate Garantie, 6 Monate Pickup und Return und 7 bis 10 Tage Standardbearbeitung. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die HDD, die wir als Alternative genommen haben. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den Lüfter, das Gehäuse, das Netzteil, Windows 10 und die drei Spiele. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 2058,87 Euro. Das System soll kosten 1999,90 Euro. Jetzt ist es natürlich so, wenn ihr diese drei Spiele abziehen wollt, weil ihr denkt, das wäre Quatsch, dann müsst ihr jetzt nochmal 100 Euro abziehen vom Endergebnispreis, dann seid ihr bei diesem System 50 Euro über Selbstbau.
was aber noch völlig im Rahmen ist. Das ist nicht das Problem. Mich ärgert hier die Geschichte mit dem RAM, sofern ich das jetzt richtig gedeutet habe, und wieder dieses poplige Mainboard. Und wenn wir uns hier das Bild anschauen, das wird safe nicht so aussehen. Hier ist keine Wasserkühlung drin, dieser RAM ist nicht beleuchtet, der hintere Lüfter ist nicht beleuchtet. Deswegen würde ich sagen, ja, ist okay. Ist okay, wenn ihr euch darauf einstellen könnt, dass eben das System nicht so aussieht, wie es hier angezeigt wird und dass dieses so poplige Mainboard da drin ist, dann passt das auch noch. Das könnt ihr ruhig kaufen. Bei den anderen Systemen macht ihr natürlich einen größeren Schnapper, bei diesem hier nicht mehr so. Ich werde jetzt aber mal schauen, ob ich dem nächsten Video dann vielleicht mal Dubaro rannehme oder CSL oder MIFCOM. Und tut mir einen Gefallen, schreibt keine Links in die Kommentare. Beschreibt den Rechner von mir aus mit einer ID oder einer Artikelnummer. Aber sofern ihr einen Link einfügt in die Kommentare, löscht YouTube die von alleine. Die kann ich auch nicht wiederholen. Ich kriege eine Notification, da ist ein Kommentar geschrieben worden. Ich gehe drauf, ich sehe nichts. Das ist halt einfach so. Und dann wäre es das auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.